Hallo, ich bin Andrea aus Oberösterreich. Warum steht auf der Ostseeinsel Riems bei Rügen ein Denkmal für Meerschweinchen? Auf wirklich? Auf der Insel Riems. Riems bei Rügen. Also Riems kennt man nicht, Rügen kennt man, seit ein Bayer auf Rügen. Ne? Ja. Weil dort haben einmal Meerschweinchen ertrinkende Kinder gerettet. Meerschweinchen haben ertrinkende. Bitte erklär so mir, wie das mit roter Badehose. Wie soll das funktionieren? Aber viele, das auffällt natürlich. Die waren dort, weil dort ein Schiff mit einem Meerschweinchentransport. Die sind in Südamerika zu Hause. Und die haben, jetzt haben sie sich dann selber vermehrt über die letzten 100, 200 Jahre. Und damals wurden sie mit Schiffen herbeigetransportiert. Und da ist ein Schiff gestrandet und die Meerschweinchen waren dann auf dieser Insel und haben hauptsächlich Touristen gerettet und badende Kinder. Ja, genau. Bodemeister. Da gibt's ganz, das Schiff von Südamerika auf Rügen kommen. Ja, das ist, hat sich verfahren, weil die Kreiseltochter war. Ja, gut, ja, schön. Vielleicht. Es ist aus Guinea. In Englisch heißen sie ja Guinea Pigs. Guinea Pig, genau, ja. Aus Guinea. Also das sind ganz berühmte Gemälde, gibt es da von dieser Schiffsankunft, wo die Meerschweinchen dann aussteigen mit Krawatte und Hut. Und zum Freundlichen. Total kleine Indoor-Schanze. Ein paar Speien noch. Ja, genau. Hattest du dort irgendwie vielleicht so gegen Ungeziefer oder sowas, war da irgendeine Plage und die Meerschweinchen haben nachher diese Ungeziefer umgebracht oder aufgefressen oder so und dadurch haben sie gedacht, jetzt machen wir den Meerschweinchen ein Denkmal. Auf Rügen, ich weiß was nicht, vielleicht sind fliegende Fischzüge gewesen, die haben das eine Fischplage. Vielleicht gab es eine Hungerplage und das Meerschweinchen war das Einzige, was sie noch essen haben können. Ja. Und haben gesagt, es tut uns so leid, aber dafür machen wir halt ein Denkmal. Ja, in Südamerika ist das übrigens eine Delikatesse. Ja, ich weiß. Genau. So schließt sich der Kreis. Ja. Ist dort nicht eher kalt und kühl und windig und so? Auf Rügen? Ja. Naja. Das ist sicher das frisch. Die Meerschweinchen. Dann nimmst du so ein Meerschweinchen. Aber die Meerschweinchen haben wie Wärmeflaschen verwendet. Ja. So zwischen die Füße unter der Ochsen. Okay. Ist gut. Und die haben... Vielleicht ein Meerschweinchen für mich. Ja, danke, geht schon gebärt. Das ist bei Ohrenweh, zwei Meerschweinchen. Und dann bei Bronchitis haben sie das Meerschweinchen und da. Und bei Halskratzen, Gurgel mit Meerschweinchen. Aber gibt es so viele. Vielleicht hat vielleicht. Entschuldigung. Kinder gerettet, noch einmal. Stellst du dir das vor, das lebende Meerschweinchen legst du dir auf. Ja, sicher, doch, das ist kalt. Du Brustwickel, das ist das schön warm. Und wie hältst du das fest mit Leukoplast? Ja, oder so mit den Händen? Watschen, dann bleibt er liegen. Ja, aber sie haben gewarnt. Sie haben gesagt, das kommt der Wöhn. Nein, Impfstoff haben sie aus den Meerschweinchen Impfstoff haben sie aus den Meerschweinchen gewonnen. Oder, ja. Getestet am Meerschweinchen. Wenn das jetzt richtig ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich dir dieses T-Shirt. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Den Ausrepfet. Stirne, ich verstehe nicht, was da draufsteht. Du bist Kitzbühel, nur norwegisch. Indoor. Wahrscheinlich. Wir fragen die Andrea aus Oberösterreich. Stichwort Impfstoff. Okay, wir merken uns das. Andrea, bitte. Auf Riems wurde in den 20er Jahren am Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit an einem Impfstoff gegen die Maul- und Klauenseuche gearbeitet. Daran beteiligt waren auch maßgeblich die Meerschweinchen, wenn auch unfreiwillig. Die Wissenschaftler waren nämlich draufgekommen, dass auch diese auf den Erreger reagieren und daher als Versuchskaninchen verwendet werden konnten. Das war natürlich deutlich günstiger und einfacher, als mit Rindern zu experimentieren. Deshalb wurde den Nagern dankeshalber ein Denkmal errichtet. Na wunderbar. Ja, schön. Schöne Geschichte. Bravo. Tolle Frage. Ja.